Hallo und heute machen wir die Meuterei der Normandie. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davon machen können? Meuterei auf der Normandie, ja, ich bin kann losgehen. Ich übernehme die Verriegelung. Sie gehen runter zur Normandie und sagen Joker, er soll sich bereithalten. Okay. So, ich freue mich gerade richtig. Fuck the Rat. Fuck the Police. Fuck all. So. Bezirke zur Sicherheit, ne? Ja. So, zur Andockbucht. Ach, wie schön. So, Garrus. Bereuen Sie es, die Zitadell-Sicherheit verlassen zu... Einen abtrünnigen Spectre zu bekämpfen, wobei unzählige Leben auf dem Spiel stehen und es keine einschränkenden Regeln gibt? Ich würde sagen, dass es die Zitadell-Sicherheit um Längen schlägt. Das stimmt. Ich bin lieber hier und kämpfe, als dass ich das jemand anderem überlasse. Nice. Also die sind jetzt schon mal relativ, also ich denke mal sehr treu, loyal gegenüber. Shepard ist auch durchgehend beim Friseur, ne? Wahrscheinlich jeden Tag für seine Haare. So. Ab aufs Schiff. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Oh nein, er ist im Büro. Anderson, was machen Sie hier? Ich habe nicht nach... Bringen Sie uns hier raus, Joker. Sofort. Schön. Boah, ne, war's jetzt, ne? Tschüss, ist fertig, das Spiel. So, eigentlich müssen wir nach Eilos reisen. Ich hab keine Aufträge. Doch, ich habe Aufträge. Aber das war der nicht funktioniert, stimmt. Okay, nach Eilos reisen und ein Mu-Portal nutzen. Das erinnert mich ein bisschen an... die letzte Mission von Mass Effect 2, wo wir durch das Portal reisen mussten. Eidos. Okay, Refugee. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich bin froh, dass Sie in der Gegend waren, Commander. Wir haben einen Notfall und Sie sind der Einzige, dem ich diesen Job anvertrauen kann. Ich bin dabei. Wie kann ich helfen, Admiral? Biotische Fanatiker haben eine medizinische Forschungsstation mit einer psychotropischen Droge angegriffen. Die Drogen haben die Forscher vorübergehend verrückt gemacht und die Biotika nutzen sie nun als menschliche Schilde. Ich kann da also nicht reinstürmen. Wenn ich auf alles schieße, was sich bewegt, müssen also viele Forscher sterben. Genau. Ein normales Team würde mit den Biotikern fertig. Aber dann würden bei der Operation viele Forscher ihr Leben verlieren. Darum habe ich an Sie gedacht. Ich hoffe, dass Sie die Verluste minimal halten können. Sie können auf mich zählen. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um diese Forscher zu retten, Admiral. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten der Station. 5. Flotte Ende. Aha. Zafu. Zaf ist ein relativ kleiner Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. In seinem Equatorial-Orbit befinden sich einige dünne Gürtel aus Trümmerstückchen. Eine Spektralanalyse dieses Materials legt einen künstlichen Ursprung nahe. Vielleicht handelt es sich um die Überreste von Stationen, die auf Zaf 1 Helium 3 abgebaut haben. Okay, da ist schon Ilos. Ich. Was?
Und Agitoton. Agitoton hat eine Dampfkesselatmosphäre, die aus Kohlenstoffdioxid und Ethan besteht. Die heiße Oberfläche des Galanthiten besteht hauptsächlich aus Schwefel mit Vorkommen Gold. Die Oberflächenschwerkraft beträgt 1 G. Es existieren zahlreiche Gebiete mit Trümmern, die sich aus den Wrackteilen einer abgestürzten proteanischen Schwebekolonie zusammensetzen könnten. Auf Kalkulationsgrundlage dieser Trümmermenge erscheint eine frühere Bevölkerung von 100.000 Bewohnern als wahrscheinlich. Irgendwie müssen wir... Genau, die eroberte Basis. Wo ist das denn? Ruhe im Karkus-System. Also Ruhe, Karkus, Hades, Gamma. Weil das machen wir dann natürlich zuerst. Hades, Gamma da. Karkus. Und go. So, oh, viele Planeten anscheinend. Triarmus. Triarmus ist ein Wasserstoff hier im Gasgigant mit einem starken Magnetfeld, das ihn zu einem beliebten Ladeort für Frachter macht, die Anasi Ishtarut benutzen. Tatsächlich ist er so beliebt, dass man nicht selten im Orbit auf quarianische Schiffe stößt, die den Besatzungen der Frachter billige Erfrischung, Altmaterial und seltsame Kunsthandwerkgegenstände, die von ihren Kindern gefertigt wurden, verkaufen. Im Moment befinden sich allerdings keine Schiffe im Orbit. Ja, was für ein Zufall. Faringor. Faringor ist eine große terrestrische Welt geringer Dichte und besteht nach landläufiger Meinung hauptsächlich aus gefrorenem Wasser. Das gelegentliche Emporkommen von Metallen an der Oberfläche, das durch die Interaktion der Gezeitenkräfte diverser Monde verursacht wird, liegt nahe, dass es sich um einen kleinen, aber extrem dichten Kern handelt. Faringor verfügt über eine dünne Atmosphäre aus Kohlendioxid und Ethan. Seine Permafrostoberfläche besteht hauptsächlich aus gefrorenem kohlenstoffversetztem Wasser. Vor 10 Jahren befähigte sich Faringors trostlose Oberflächenfarbe und sein dämmeriges Licht den Filmemacher Risa Uvarisen dazu, hier die Außenaufnahmen zu sternlos zu drehen. Als ein Meisterwerk gotischen Horrors lockte Filmkulisse, im Vakuum gut erhalten, jedes Jahr hunderte von Touristen in das abseits gelegene System. So, wir haben Polonium entdeckt, das ist schon mal nett. Xamari ist ein kleiner, luftleerer, von Krater zerklüfteter, terrestrischer und lebloser Fels, der dem Mond recht ähnlich ist. Seine Permafrost-Oberfläche besteht vornehmlich aus Silikaten, obgleich eine der Hemisphäre etliche Meere dunklen Basaltgesteinen aufweist. Ruhe müssen wir hin. Zayarta, der geheimnisvolle terrestrische Felsenplanet Zayarta, zeichnet sich durch seine diesige Atmosphäre aus Stickstoff und Argon aus. Die hauptsächlich aus Calcium und Natrium vorkommende bestehende Oberfläche ist besenget heiß. Im letzten Jahrhundert kam es dreimal vor, dass Schiffe, die zur Entladung auf Triarmus Halt gemacht haben, von geometrischen Lichtmustern auf der Schattenseite Zayartas berichteten. Weitere Untersuchungen haben sich als erfolglos erwiesen. Die Lichter verschwinden, sobald sich Schiffe dem Inneren des Systems nähern. Okay, wir haben Quecksilber entdeckt, das ist nett. Und jetzt Ruhe. Die Oberfläche des aus terrestrischen Planeten Ruhe besteht maßgeblich aus Aluminium mit zahlreichen Vorkommen Calcium. Die Planetenmasse würde ausreichend Masse für eine dichte Atmosphäre bieten. Dennoch ist Ruhe praktisch ein Vakuum. Dieser Mangel an Atmosphäre sorgt zwar für moderate Temperaturen, aber die Unterschiede zwischen Tag und Nacht sind extrem. Die Oberfläche der sonnenzugewandten Seite von Ruhe ist meistens bedeckt mit flüchtigen Atmosphärenschichten, hauptsächlich bestehend aus Wasserdampf und Kohlendioxid, die sich dann im Verlaufe der langen kalten Nacht als Eisschicht auf dem Planetenboden ablagern. Die Sirta Foundation hat einen Forschungsausbau auf Ruhe gegründet, um die dort einheimischen unterirdischen Lebensformen zu untersuchen, die eine unglaubliche Resistenz gegen die extremen Hitze- und Kältebedingungen aufweisen. Und dort landen wir. Immer dieses ständige Reden, ne? So, wir machen mal wieder was mit Erdnog und mit Liyama. So. Da wollte ich mal gerade gucken. Ah, ich habe 2 Punkte. Ich hätte gedacht, ich hätte mehr. So, Liyama hat 3 Punkte, die kann sie auf Heben verwenden. Erdnog hat 13 Punkte für sein... Nee, braucht er nicht. Sturmgewehr braucht er ja nicht, Schrotflinte ist ja voll. Kampfrüstung. Der kurganische... Ah.
Werfen ist natürlich auch nett. Komm, wir machen werfen. So. Und dann noch ein Punkt auf den kroganischen Kampfmeister. Das geht immer. Ausrüstung, dann kriegt Ordnung noch ein schönes neues Ding. Skimitar. Warum habe ich eine Skimitar dabei? So ein Tornado. Nö, ich nehme lieber das. So, Schredder 5 zerstören. Warum habe ich denn so eine Kacke dabei? So. Ah ja, stimmt, das haben wir ja alles auf, Dings da mitgenommen, hier bei der Mission. Oh, plus 500 Hitzeerzeugung, plus 500 Waffenwirkung, plus 20 Schaden. Eieiei. Das hört sich doch nach einer typischen Erdnock-Sache an. Das bleibt und hier ist nix. Na, okay. Scharfschützengewehre. Die kann ich wegmachen, die Reaper-Dings. Bio-Verstärker. Erstmal das Ding hier, Stufe 3 kann weg. Solaris kriegt er. So. Eine Rüstung. So. Die lohnen sich halt alle nicht. So. Ist da ein besserer Schutz vielleicht bei? Nee, auch nicht wirklich. Ja, aber Tisauni hat eigentlich ja nur diese Pistole. So, die Raikou. Das ist diese Pistole, die sie jetzt da ist. Gessler kann man nichts zu nichts gebrauchen. Das ist das Problem. So. Leichtmensch. Nochmal Leichtmensch. Die kriegt das. So. Gladiator kann weg. Auch das hier kann weg. Dafür kriegt sie Schadensschutz, ja. Ich krieg wahrscheinlich nichts Neues, ne? Das Impulsgewehr ist immer noch interessant. Das nehme ich wahrscheinlich auch mal. Jo. So, Schrotflinte. Hab ich immer noch was Gutes? Den Tornado kann ich mal wegmachen. Pistole. Oh, da habe ich eine bessere. Beide sind sogar besser. Ich brauche aber einfach nur Schaden. So, Scharfschützengewehr muss nicht so viel besser sein. Das haben wir. Da haben wir aber ganz viele Sachen, die ich nicht brauche. Fusionssprengstoff, das brauchen wir alles nicht. So, Universalwerkzeug. Okay. Perfekt. Was haben wir denn hier? Ein normales Signal erstmal. Was sich links von uns befindet. Glaube ich. Fahren wir in die richtige Richtung. Jo, wir fahren mitten drauf zu, weil es war nur weiter weg. Ah, und da oben ist hier dieses. Guck das an. Das Licht. Was ist das? Ist das das Licht am Ende des Tunnels oder ist das der Polarstern? Wow. Mal gucken, was hier. Erdnock. Eine abgeschlossene Kiste. Shit. Was ist da drin? Waffen. Na, wunderbar. Und eine Materialien-Inschrift. Nahe des Tramfensters empfängt ihr eure Kommunikationssystem die Aufzeichnung eines erhabenen Streichquartetts. Sie aktivieren das System. Wer immer hier gelebt hat, ist schon lange nicht mehr hier gewesen. Die Kisten sind mit Kreidestaub von Kur bedeckt und die Statusleuchten der Hütte zeigen an, dass die Atmosphäre schon seit langer Zeit nicht aufrechterhalten wird. Okay. Wir nehmen trotzdem alles mit. Weil, ach Gottes Willen, sind hier viele Materialien-Schriften. So.
Ich guck nur, ist eine bessere Pistole. Alter, warum Kesslers? Wer macht das denn bitte? So. So, da. Na wunderbar, ich sehe schon da hinten wieder diesen Megaberg kommen. Ich versuche mal hier über diese augenscheinlich eher die weniger steilere Oberfläche drauf zu fahren. So, aber wenigstens ist hier alles relativ glatt. Nee, ach Quatsch, ich muss hier umdrehen. Ah, alles super. Alles super, ich habe das falsche X gesehen. Deswegen. Ich habe mich gerade kurz vertan. Ah, da hinten scheint das zu sein. Das sieht zumindest zivilisiert aus. So. Hallo. So. Oh! Schalten Sie die Terroristen aus, aber seien Sie umsichtig bei der Wahl Ihrer Ziele. Die Zivilisten sind von der Droge so weggetreten, dass sie geradewegs in ein Feuergefecht hineinlaufen. Na wunderbar. Los, los, los! Aber schön hier mit den Blumen. Ausnahmsweise mal. Und diese Wände, haha. So, Leute, ich muss aufpassen, wer was ist. Das ist ein Wissenschaftler. Na gut. Nein, doch nicht da. Wollen Sie mich verarschen? Schieß doch nicht. Ich mache. Ja. Wir sind die Evolution der Menschheit. Sie können die Zukunft nicht auf. Ja. Aber was ist denn hier los? Ich mache fertig. So, wir wissen sie eigentlich am besten nur mit diesen. Mit diesen. Hallo. Es ist alles so wunderschön. Sehen Sie es nicht? Ja, ich sehe auch den Drachen in meinem Garten. So. Oh Gott. Sie haben die Einrichtung geräumt und unter Kontrolle gebracht. Die zivilen Verluste waren akzeptabel. Evolutionäre Menschen also. Die Biotika schienen nicht von den übrigen Verbrechern zu unterscheiden. Gut. Dann haben wir das. Irgendwas mit Inventar war da noch. Ein Präzisionsgewehr und eine Schrotflinte. Mhm. Damit kann ich nichts anfangen. So. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Laufen über die Schränke! Sie kriechen durch meine Finger. Ich spüre das Schlagen ihrer Flügel. Ich hoffe, denen geht es bald wieder besser, wenn das Jet nachlässt, sage ich mal. So. Was ich gerade nicht fassen kann, vor weniger als 20 Minuten waren wir auf der Citadel und das Ding gehörte nicht mal uns. Jetzt sind wir kurz davor, die Röhre zu finden. Mensch. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Gute Arbeit, Commander. Sie haben die Biotika mit minimalem Kollateralschaden ausgeschaltet. Ja, das war meine Schuld. Ich habe heute Unschuldige getötet, Admiral. Die Biotika haben es angezettelt, aber ich habe den Abzug gedrückt. Die Biotika hatten jeden Vorteil, darunter auch menschliche Schilde. Sie haben eine Handvoll Zivilisten verloren. Jede andere Einheit hätte Dutzende Unschuldige abschreiben müssen. Sie haben eine Menge Leben gerettet, Commander. Fünfte Flotte Ende. Richtig. Und, wir müssen nach Ilos, genau. Nein, falsch. Müssen wir gar nicht. Doch, müssen wir. Huch. Wir müssen ja auf Ruhe landen. Wieso?
Aber bevor wir das machen, erstmal ein Cut. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.